Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Daggerfall. Wir sind hier immer noch in diesem Labyrinth. Ja, wir versuchen die... Ah, da hinten habe ich was vergessen. Hier. Und wir suchen hier jetzt, ich glaube, den Geist von dem Pfarrer, von dem einen Zauberer. So. Der hat mir wieder Magie geklaut. Geklaut, meine ich. Ich kann ihn gar nicht resten. Hier aber. So. Welcher... Wo ist denn dein Gegner jetzt? Da. Natürlich, der klaut mir wieder Magie. Hier kann ich nicht resten. Gehe ich mal irgendwo anders hin. Ach, hier waren wir schon. Okay, dann fehlt uns noch hier unten der Bereich. Wegen dem konnte ich wahrscheinlich nicht resten, ne? So. Vollständig geheilt. Wir wollen aber das hier machen, damit wir den Stab des Magnus bekommen. So. Hinter mir muss ich hier... Ne, das ist doch zu hier. Hier scheint ein Gang zu sein, den wir vergessen haben, übersehen zu haben. Der mir auch voll was gebracht hat. Ja gut, dann müssen wir nochmal irgendwie einen Weg hier runter finden. Wenn wir hier wieder entlang gehen. Und dann... Ist das schon hier oder? Aber hier fehlt noch eine Tür. Warte mal. Jo, das hat geklappt. You hold a token of my lineage, a bit of hair from one of my descendants. Know ye that I have wandered these halls for long decades, waiting for this sign. Go to the Mage's Guild in Midmore. There you will find what I once lost. Alles klar, wir holen uns das Ding jetzt. Jetzt. Der Rest des Dungeons ist mir egal. Nur wo lang? Doch diese Richtung, oder? Ja. Ich will den Stab des Magnus einfach haben jetzt. Das war nicht der Ausgang. Hier. Aber hier geht's auch noch weiter. Ach so. Das führt nur im Kreis. Ja, gut. Nach Midmore. Midmore. Da ganz weit im Norden. Nee, das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte das hier machen. So, Mage's Guild. Das ist entweder das oder das. So, jetzt ist nur die Frage da vorne. Kriegen wir das jetzt? Ne, das ist ein Tempel. Dann ist es da hinten die Magiergilde. So, nein. Das wollte ich jetzt nicht. Nee. Nee. Hier auch nicht. Ist das es? The Staff of Magnus. Hier haben wir's. Staff of Magnus. 7 bis 14 Points of Damage. Condition new. Weight 2 kilograms. Item powers caster only. The Staff of Magnus, one of the elder artifacts of Tamriel, was a metaphysical battery of sorts for its creator, the Archmage Magnus. When used, it regenerates the wielder's health at remarkable rates. In time, the staff will abandon the bearer who wields it before. He becomes too powerful and upsets the mystical balance it is sworn to protect.
Spells, Spell Observation. Das ist, wir haben's. Wir haben den Stab des Magnus. Jo. Gehen wir mal zurück nach Daggerfall. Und suchen mal unser Zuhause. Da. Einfach Richtung Süden. Ich hoffe dann, dass wir das da auch wirklich lagern können. Den Stab des Magnus. Ohne, dass es despawn verschwindet oder so. So, wir sind dran vorbei. War das hier, glaube ich, oder? War das unser Haus? Das war unser Haus. Nope, nicht hier. Wo hatten wir unsere Lagermöglichkeiten? Hier. So. Staff of Magnus. Hatten wir hier sonst noch irgendwas? Ich hoffe, das bleibt hier auch. Okay. Dann halt. Gehen wir wieder raus. So. Ah, wir haben gleich einen Shop hier in der Ecke. Das da wahrscheinlich. Können wir da eben den ganzen Krams verkaufen gehen. Wann hat er auf? Wie spät haben wir es? Okay, dann resten wir mal für 2 Stunden. Und geben ihm den ganzen Krams hier. Zum Wagen haben wir nichts. So, aber Biestenkrams haben wir ja noch auf Tasche. Nochmal so ein Laden. Aber jetzt stelle ich mir die Frage, was müsste ich machen, um in der Story voranzukommen? Ich hoffe, ich muss jetzt mich nicht mit den Necromancern oder so verbinden, um voranzukommen. Weil bei denen habe ich es verschissen. Da kommen wir nicht mehr weiter. Es sei denn, die haben das jetzt nach einer Weile vergessen. Dann wäre super. Also dem kann ich auch noch ein bisschen was verkaufen. Und wo hatten wir die Bank? Da vorne. Da ist die Bank. Dann gebe ich dem die 2490 Gold. Ja, wir sind schon bei 720.000. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt mit so viel Geld machen soll. Einzige, was ich jetzt hoffen kann, ist, dass wir hier noch mehr Daedrische Artefakte vielleicht zum Kaufen finden. Also nicht Artefakte, sondern Waffen, Ausrüstung, wie auch immer. Also Waffen jetzt nicht mehr, aber Schilde, der dritte Schild zum Beispiel wäre super. Oder hier den Right Pauldron als Daedrisch oder Daedrische Ebony Gauntlets, Greaves oder Boots oder halt Shield. Davon noch was finden, das wäre... Das wäre echt Töfte. Ach komm.
Egal, dann gehen wir hier mal wieder. So, aber Hauptquest haben wir nichts mehr. I am on a mission from the Emperor to investigate the shade of King Lysandros. His spirit has been haunting the city of Daggerfall. The Emperor himself has charged me with the duty of laying his ghost to rest. Ja, das kriegen wir jetzt erstmal noch nicht weiter. Da müssen wir irgendwie was finden. Komm, wir machen erstmal für Knights of the Dragon hier wieder ein paar Quests weiter. So, läutern nochmal für 2 Stunden. So, was für einen Ruf haben wir jetzt wieder bei denen? 86. Ja, noch mal eine große Quest. Zimmer Trouble with Orcs, Killing a Giant, The Exorcism, Eternal Rest, Invasion from... Ja, komm, machen wir das. Brauchen wir nicht nochmal... 10 Days? Okay. So, wo genau müssen wir jetzt hin? Says that Daedras are peering through a dimension rift. I must go to the Morgan Coven and kill them all. They will contact me by spell when I have slain the last of them. I have 10 days before it is too late. Morgan Coven. Morgan Coven. Da, okay. Habe ich falsch geschrieben, aber egal. Der weiß genau, wohin ich will. Immerhin. Wo ist denn die Musik hin? Ah, da kommt sie schon. So, und hier nochmal ein Save Game. Oh, Nymphen. Meine bisher Lieblingsgegner hier. Ich weiß nicht warum. Also, die haben schon eine sympathische Ausstrahlung. Oh. Der da hinten war das. Und die Nymphe auch. Der hat nichts. So, jetzt bin ich silenced. Mal. Okay, noch bin ich healthy. Okay, wo sind die Gegners? Wo sind die Gegners? Wo? Was ist denn das da? Jo! A voice from beyond echoes in your head say, the last Daedra is dead. Will it dead? Tamriel is safe again. Hey, they, what are you doing? Let go of my arms. I am a guild mage. Don't blow out that. Yo, aber was? Fire Daedra? Fire Daedra. Okay. Es gibt verschiedene Daedra-Arten hier. Das ist interessant. So, aber erstmal alles mitnehmen, alles looten. Wir sind gleich voll. Nein, da kann ich ihn mitnehmen. Der hat aber nichts. Kann ich hier das machen? Okay, einmal nochmal zurück. Und die Taschen leeren. So, hier. Auf Remove. Dann schmeißen wir das alles mal da rein. So, und das alles. Und das alles. So, und Gold haben wir 3852. So, und nochmal da lang. Diesen Weg Richtung. Aber der Feuerdäder, der war jetzt wirklich interessant. So, den nehmen wir noch mit.
Dann hier auch noch ein Safe Game. Ich speichere momentan sehr viel auf der 2. So, dann müssen wir noch die andere Richtung nehmen. So. Ah, Nymphen sind hier irgendwo. Yo. Das sind die Feuerdädra, okay. Gibt's gleich noch einen? Eisenatronach hat nichts. Wir gehen da lang. Okay, hier ist nichts. Was gibt's denn hier unten? Wir fangen mal die Tür an. Ah! Der Dressedusa. Jo, das mit dem Daedras feiere ich hier auf jeden Fall. Wie viele verschiedene Daedra-Arten es hier auch gibt. Jo, jetzt müssen wir ein Safe Game machen. Ganz sicher. Und einmal den hier. So, Safe Game. So. Ah, okay. Schlachterfisch. Was hat das jetzt gebracht? Das hat eine Nymphe. Jo, eine Nymphe. Hier. Nochmal unter Wasser. Und es geht noch tiefer, okay. Ich frage, wozu brauchen Droi eigentlich Geld? So, einen Moment, ich werde gerade angerufen. Dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Und wo waren wir jetzt auf dem Weg? Welche Richtung? Ach, hier waren wir schon. Da hinten fehlte nur das. Und unten halt im Wasser. Wo war das Wasser? Hier. So. Und dann schauen wir mal, was wir hier hinkriegen. Wie hier finden. Ein Droi und noch ein Droi. So. Jetzt sind wir schwer. Aber mehr ist hier nichts. Okay. Hä? Ne, hier ist sonst nichts. Okay. Hä, hey, warum gehen wir immer wieder so unter? So, da müsste... Genau, hier haben wir noch eine Tür. Oh, eine Lami. Oder... Okay, sonst ist hier auch doch ein Droi. Und Sauerstoff geht langsam zur Neige. Schnell. Oh, so sind wir schneller. Jetzt ganz, ganz schnell. Ich brauche Luft. Da haben wir's. Boah, das war jetzt knapp. Das war jetzt sehr, sehr knapp. Was fehlt denn hier noch? Nur noch der Weg nach oben. So, da haben wir jemanden. Ich hoffe, der hat was Dädrisches. Ja, der hat was, aber nicht das, was ich haben will.
So, und hier. Okay, hier haben wir nichts. Was haben wir da vorne? Ah, wir sind jetzt hier. Okay, fehlt nur noch oben. Alter, wie viel der hat. Der hat sehr viel Stuff. Und das war's dann. Wo geht's hier dann wieder raus? Alter, das ist so ein Umweg. Hä? Ich sehe gerade nicht den Weg nach draußen. Obwohl doch, hier einfach entlang. So, dann können wir gehen und zurück in die Hauptstadt. So. Travel Time 2 Tage. Und dann... Genau, hier einfach geradeaus durch. Dann können wir gleich die Quest abgeben. Dann sind wir wieder Paladin. Dann kriegen wir hoffentlich wieder dänische Ausrüstung von denen. Hoffentlich kriegen wir das. Dann können wir das ein paar Mal so machen. Und dann können wir vielleicht damit unsere Rüstung voll kriegen. So, diesen da unten. Ah, okay. Dann nochmal 3 Stunden warten. Ah, ne, warte. Nochmal eine. So. Jo. Können wir das jetzt hier abgeben? So you killed the dead one, eh? Actually, this is kind of embarrassing. It turns out that we were duped by a rogue mage. She had summoned a Dedra that she could not control and wanted us to slay it before the guild found out. She thought that with her story we would do it for free, rather than having to pay the fighter's guild. Normally our order does not pay its members for their trouble. This is an unusual situation. Take these 1100 gold pieces. Jo, die nehmen wir. Und? Wie sieht's mit unserem Ruf aus? 91 sind wir wieder. Dann müssten wir jetzt eigentlich wieder Paladin sein. Aber wir gehen erstmal verkaufen. Denn wir haben diesmal sehr viel Stuff. So. Das kann alles weg. Sind jetzt schon bei 84, wegen dem Daedra-Schwert. Und hier. No, nur 29.000 kriegen wir dafür. Egal. Egal, dann halt nur so wenig. Was ein Geizhals. So, und im Süden. So, wo haben wir... Da ist der Kräutershop. Ingredients. Und aus dem Wagen auch noch die ganzen. So, was habe ich hier denn eigentlich noch im Wagen? Eigentlich nur noch das Gold, oder? Im Wagen müsste ich jetzt nur noch das Gold haben. Achso, und die Dinger. Was? Warte mal. Wir ziehen das wieder an. Das hier. Ich wollte nur, dass removed wird, ja. Nicht, dass das... Das war jetzt sehr komisch.
So, dann haben wir nicht den. Wo hatten wir hier nochmal einen General Store? Da hat man einen. So. Verkaufen wir ihm den Krams. Und dann Richtung Westen hatten wir, glaube ich. Genau, Richtung Westen hatten wir noch einen Shop. Den Pawn Shop. Da müssen wir auch noch eben kurz verkaufen. Dann gehen wir nochmal gleich in die Gilde. Und schauen, dass wir dann wieder den Paladin bekommen. So, einmal hier rein. So, das. Und das war's. Und wieder Richtung Osten. Einmal das ganze Geld einzahlen. Wo war nochmal die Bank? Da vorne, da ist die Bank. Die Bank auf Daggerfall. So, hiervon hatten wir jetzt nichts. Gut. Dann 4-1. Hier 4-0. So, haben wir wieder ordentlich Geld gesammelt. Dann gehen wir jetzt nochmal, beziehungsweise wir schauen jetzt hier nochmal. 91 sind wir wieder. Wie das jetzt mit dem Ruf da aussieht. Sind wir denn wieder Paladin? Kriegen wir jetzt wieder dädrische Rüstung von denen? Oder doch nicht? Dann würde ich sagen, vielleicht machen wir einmal noch den hier. Ja. Receive Armor. I have a 5 piece of armor for you. Ah, nee, die will ich jetzt nicht, aber ich kann. Oder warte. Ebony Boots. Ebony Gauntlets. Mithril. Warte mal. Das ist plus 17. Plus 19. Oder wir machen die hier, weil das auch plus 19 ist. Dann machen wir das. Da kann ich jetzt eben auch ganz schnell hier verkaufen gehen. Dann verkaufen wir halt die Ebony-Sachen. Ja, Orkish Graves und Orkish Boots. Dann haben wir das schon mal. So, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge gehen wir auf Orkjagd. Auch wenn wir die eigentlich als Verbündeten haben wollen. So, und für dessen Emanzipation hier kämpfen. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao!